Heute bringen uns Pickups zu den bekannten Bergstämmen Nordthailands. Bekannt geworden ist dieses Gebiet auch als Goldenes Dreieck. Von diesem Berg aus sieht man links Myanmar, bekannt auch als Birma, und rechts liegend ist Laos. Gibt ein bisschen Berge da hinten. Das ist dann Myanmar. Myanmar. Thailand noch hier. Myanmar und da rechte Seite, das ist dann Laos. Der Handel mit Opium verhalf diesem Gebiet zu einem hohen Bekanntheitsgrad. In diesem Dorf wird man nur mit einfachen Bauten konfrontiert, in denen Einheimische leben. Ja, man sieht dann einfache Original noch. Rasendächer und dann Bambus, also die Wände. Und da drüben sieht man dann schon moderne Haus. Schon gibt dann Elektrizität. Die haben bestimmt auch ein Smartphone. Das hat aber nicht mit Teekohl zu tun. Teekara. Und hat dann orange und rotlich. Und dann, die sammeln dann das und dann getrocknet. Und das gehört dann so auf den Norden, die benutzen dann in den Curry bestimmte Essen. Die haben dann das nicht. Auf der Weiterfahrt machen wir einen Halt an einer Ananasplantage. Danach zieht es uns zu einer großen Teeplantage. Die Teeplantagen befinden sich in chinesischer Hand. Die Chinesen sind in Thailand wie auch in Europa sehr geschäftstätig. Es ist hervorzuheben, dass überall, wohin das Auge sieht, Ordnung und Sauberkeit dominieren. Nach Besichtigung und Verkostung unterschiedlicher Teesorten bewegen wir uns nach Mai Sai, der nördlichsten Stadt Thailands. Sie liegt direkt an der Grenze zum Myanmar. Hinter der Brücke liegt schon die burmenische Stadt Tachilek. Nicht weit davon entfernt ist die Stadt Xiangxian, in der sich das Opiummuseum befindet. Ja, also als Wacken gibt's immer Opium. Danke. Hier im berühmten goldenen Dreieck, in dem Herstellung, Verarbeitung, Konsum und Schmuggel des Opiums stattfanden,
ist es unerlässlich, das Opiummuseum aufzusuchen. Kaum ein Museum dieser Welt beschäftigt sich mit so einer Hingabe und mit den modernsten Kommunikationsmitteln, die sich um das Thema einer ganz speziellen Droge drehen. Opium ist mit dem goldenen Dreieck fest verwurzelt. Im Museum wird das hochbrisante Thema Opium hervorragend erschlossen. Die katastrophale Wirkung wird aufgezeigt, wie auch der Verfall des abhängigen menschlichen Körpers. Nach der Besichtigung des Museums führt uns ein Bootsausflug über den Mekong nach Myanmar und Laos. Links sehen wir schon den ersten Ort in Laos, den die Chinesen zurzeit bauen. Den benachbarten Ort besuchen wir. Überall, wohin das Auge blickt, sehen wir Werbung der Chinesen. Jetzt besuchen wir einen Handel für Alkohol. Haben Sie Lust auf hochprozentigen Schnaps? Diesen zu trinken ist nicht jedermanns Sache. Ja, natürlich. Das sind Sie. Das sind dann höhere Potenz, gell? Bevor Sie dann zu Viagra kommen, dann erstmal das. Aha. Der Besuch in Laos war kurz und nach einer Stunde treten wir den Rückweg an. Mit den Ausflügen nach Myanmar und Laos schließen wir unseren heutigen Tag ab. Nach der Landung präsentiert uns das thailändische Militär seine Stärke.